Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exodus und in diesem Video gibt es einen kleinen Guide, wie man an die Dorn kommt. Das Ganze Schritt für Schritt, was ihr in der Questreihe machen müsst, wo man die Quest annehmen kann und so weiter und so fort, um eben dieses schöne Schätzlein hier im Hintergrund zu kriegen. Das erste, was ihr müsst zur Erde fliegen und zwar zum Anfangspunkt von der ETZ und dann müsst ihr zu den Salzminen hoch in dieses Gebiet. Ich zeige hier im Hintergrund, wo ihr durch müsst. Ihr müsst dann durch einen Teleporter durch, dann einen Weg hochlaufen und dann an der linken Seite von einer großen Wand, wo man sieht, dass es blockiert ist, wo man nicht durch kann, gibt es dann hinten ein Lager und da können wir die Asche durchwühlen und finden den ersten Questschritt zu der Dorn. Wie man dann sieht, haben hier den Gegenstand geschmolzener Metallklumpen und wir sehen auch schon, dass das die Dorn-Questreihe ist, weil es auch auf dem Bildchen schon ganz klar gezeigt wird. Nun, mit diesem Klumpen müssen wir dann zum Waffenmeister Benji auf den Turm und er gibt uns dann die erste richtige Mission. Als erstes müssen wir einige Komponenten sammeln. Dafür müssen wir entweder Beutezüge von Eshamir abschließen auf Ayo. Wenn wir einen Beutezug abschließen, kriegen wir 5 von diesen Items. Oder wir müssen im Schmelztiegel Warlocks besiegen. Wenn wir einen Warlock killen, kriegen wir 3 von diesen Items. Oder einen Dämmerungsstrike abschließen. Wenn wir das machen, gibt es 15 davon. 50 brauchen wir insgesamt. Das heißt eben über Beutezüge, PvP oder PvE, eben in diesem Fall Dämmerung, können wir diesen Questschritt abschließen. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir weitere Items im nächsten Questschritt holen. Dafür müssen wir entweder Beutezüge von Sloan auf Titan abschließen, gibt auch hier 5 Items pro abgeschlossener Beutezug, oder wir müssen Titans in Schmelztiegel töten, da können wir einen Titan töten, das gibt dann 3 Items, oder den blinden Quell in der träumenden Stadt abschließen auf der höchsten Stufe, das gibt 10 von diesen Items. Auch hier 50 brauchen wir, das wären die 3, die wir machen müssen. Wenn wir das gemacht haben, geht's weiter. Wir brauchen weitere Items. Schritt 3. Hier müssen wir entweder Beutezüge auf dem Mars abschließen, gibt auch 5 Punkte bzw. 5 Items, Jäger im Schmelztiegel töten, würden auch 3 von diesen Items geben und das Eskalationsprotokoll abschließen. Das heißt, die 3 könnt ihr hier machen, um diesen Questschritt abzuschließen. Als nächstes haben wir dann verwandle das Unbekannte in eine Waffe. Damit müssen wir dann in den Schmelztiegel gehen. Das ist relativ zäh bzw. relativ schwierig, weil wir müssen hier entweder mit leeren Fähigkeiten Kills machen, mit Handfeuerwaffen Kills machen oder das beides gemixt. Das Ganze zieht sich etwas hin. Großer Vorteil ist, dass wenn wir sterben, werden keine Punkte abgezogen, aber von mir hier ein paar kleinere Tipps. Wählt natürlich einen Fokus aus, wo ihr leere Schaden macht, nehmt Waffen mit, wo ihr leere Schaden macht und das Beste ist, nehmt eine Handfeuerwaffe mit, die auch leere Schaden macht. Entfachte Orchidee kann man hier gut mitnehmen, die kriegt man aus der Schmiede oder man könnte auch die Ikelos Handfeuerwaffe mitnehmen, die gibt es vom zweiten DLC von Anna Bray. Das heißt, die 2 könnte man im PvP spielen. In den Schnellspielsuchen oder allgemein nicht kompetitiv und nicht Eisenbanner, kriegen wir ja etwa pro Handfeuerwaffe 1%, also wenn es eine Handfeuerwaffe ist mit leere Schaden, und in Comp kriegen wir etwa 2. Wenn Eisenbanner aktiv ist, zählt das auch wie kompetitiv, das heißt, das lässt sich ganz gut abschließen, wenn das Eisenbanner am Start ist, hier kriegen wir relativ viele Prozente dazu. Es ist zäh, es braucht eine Zeit lang, aber eben einfach leere spielen, Handfeuerwaffen spielen und mit der Zeit kriegt ihr das dann hin. Das heißt, die nicht besten PvP-Spieler können das mit viel Fleiß dann auch hinkriegen. Als nächstes müssen wir dann zu Tara gehen, die ist auf der Farm, das heißt auf die Erde, dann zur Farm und sie gibt uns den nächsten Questschritt, wenn wir eben das im PvP vorher abgeschlossen haben. Sie sagt uns, wir müssen dann in einen Strike gehen. Chasma der Schreier, das ist auf Titan, ist ein unglaublich schwieriger Strike, denn es sind Fähigkeiten aktiv, dass alle Elementarschaden uns mehr Schaden zufügen. Radar ist deaktiviert, Nahkampfschaden ist erhöht von den Feinden, das heißt, wir kriegen wahnsinnig viel Schaden. Ich würde empfehlen, da unbedingt mit einem 3er Einsatztrupp reinzugehen und auch, wenn ihr könnt, einen Titan mitzunehmen.
Ihr könnt übrigens auch Leute einladen, die noch nicht die Mission gemacht haben, die beispielsweise die Dora noch nicht haben oder noch nicht so weit sind. Man kann Leute einfach einladen, selbst wenn sie noch nicht so weit sind bei der Quest. Das heißt, nehmt unbedingt Mitspieler mit, guckt, dass ihr irgendjemanden mitnehmen könnt, ist nämlich wahnsinnig schwierig. Es gibt hier beispielsweise diese Stelle, wo die Kreischer sind. Ein Titan kann hier mit dem Sentinel-Schild relativ gut nach vorne laufen und dann kann man das reindanken, also der zweite Spieler. Ihr macht euch unsichtbar als Jäger beispielsweise, lasst das Item fallen, unsichtbar machen, aufnehmen, hinlaufen. Als Warlock könnt ihr probieren, mit dem schnellen Schlag nach vorne zu kommen. Das sind so Tipps. Im Bosskampffight ist es ein bisschen schwierig, ist wirklich zäh. Wenn ich dazu noch ein separates Video machen soll, schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann werde ich dazu noch einen Guide machen, wie man hier ein bisschen effizienter durch diesen Strike kommt, weil es wirklich schwierig. Er wäre sonst in der Infokarte verlinkt, wenn ich schon was gemacht hätte dazu. Nun gut, wenn ihr diesen unfassbar schwierigen Strike dann gemeistert habt, gibt's am Ende auch gleich die Waffe und dann ist die Dorn in eurem Besitz. Tja, und im Grunde genommen war es das auch schon von diesem Guide. Wenn es euch geholfen hat, lasst sehr gerne einen Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dürft auch sehr gerne reinschreiben, wenn ihr noch einen umfangreichen Guide zu dem Strike haben möchtet, dann werde ich dazu noch was machen. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr zukünftig nichts mehr von diesem Kanal verpassen möchtet. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.